Eigentlich, das möchte ich noch vorabschicken, ist Décroissance ein unglücklicher Begriff. Eigentlich geht es um Accroissance, also um das Nichtwachstum, so wie beim, also eigentlich wie beim Atheismus ist die Befreiung von der Religion, und da geht es um die Befreiung der Religion des Wachstumszwangs eigentlich. Das hat sich einfach so entwickelt. Décroissance hat sich als Begriff etabliert und deshalb heißt es so und nicht Accroissance, was eigentlich korrekter wäre. Zur Frage, wie sich die Gesellschaft vom Wachstumszwang befreien kann, muss ich sagen, es gibt keine fertigen Lösungen, auch weil die Idee ist, dass das eigentlich auch partizipativ entwickelt werden soll. Serge Latouche, der eine ziemlich wichtige Persönlichkeit für die Décroissance-Bewegung ist, hat aber trotzdem so einige Punkte wie definiert oder mal erwähnt, was eigentlich passieren müsste. Also der erste Schritt ist eben, das geht so in die Richtung Atheismus, ist die Befreiung überhaupt unserer Köpfe von der Idee des Wachstumszwangs. Also er spricht da von einer Entkolonialisierung der Gedanken, der Fantasien, einfach, dass man dieses Denken überhaupt erst aus den Köpfen bekommen muss, um sich dann zu überlegen, wie könnte es anders aussehen. Ja, wenn dies gelingt, also wenn diese Entkolonialisierung stattfinden kann, wenn man sich wirklich vorstellen kann, es gibt eine Gesellschaft ohne Wachstum, es gibt eine Gesellschaft ohne Kapitalismus und das funktioniert und es geht trotzdem allen noch gut, gibt es so wie 8 Begriffe oder 8 Schritte, die gemacht werden sollen oder können. Es ist aber nicht ein erstens, zweitens, drittens, viertens Programm, sondern also es wird als Matrix verstanden. Es soll eben auch verschiedene Ansätze darin Platz haben, je nach Gruppierung, die sich zusammenfindet. Je nach Region sind einfach andere Voraussetzungen und andere Bedürfnisse da. Auf Französisch werden es die 8 R-Begriffe, auf Deutsch geht das leider nicht mehr. Also der erste Begriff ist eigentlich die Neubewertung. Also dort geht es um die Frage, welche Prioritäten hat die Gesellschaft und welche will sie überhaupt haben? Also auch zum Beispiel eine Frage, geht es um Individualismus oder geht es um Altruismus? Einfach, dass diese Werte, die da sind, diskutiert werden und die Frage gestellt wird, was will man und was will man vielleicht nicht mehr. Auch geht es darum, neue Konzepte zu entwickeln, also die Schlüsselwerte auch neu zu definieren. Also das klassische Beispiel jetzt in diesem Zusammenhang ist Reichtum und Armut. Was bedeutet reich sein? Ist das wirklich das Geld oder ist denn Reichtum etwas anderes? Oder ist Armut Abwesenheit von Geld oder kann das auch etwas anderes sein? Dann geht es auch um die Restrukturierung. Also da denke ich, haben wir vorher auch Beispiele gesehen. Eben die Frage, wie kann die Produktion der lebensnotwendigen Güter, den Rest muss man sich ein bisschen wegdenken, neu organisiert werden in den jeweiligen Regionen mit den Voraussetzungen, die dort vorhanden sind und auch den sozialen Kontexten, die dort vorhanden sind. Dann ist klar, braucht es eine Umverteilung, also mit dieser großen Schere zwischen Reich und Arm ist eine Gesellschaft ohne Wachstum nicht möglich. Auch geht es eben darum, Produktion, Wege und so weiter zurückzuverlagern oder zu regionalisieren sozusagen, also dass Verkehrswege, Transportwege und auch die Wege des Kapitals möglichst kurz sind. Also das kann Regionalwährung sein, ist dann auch die Frage, braucht es überhaupt noch eine Währung? Das kann ich so nicht beantworten. Auch geht es um Reduktion von Massentourismus als Beispiel, radikale Arbeitszeitverkürzung. Wir hatten jetzt gerade diese Woche Darwin Dante in der Schweiz, ich weiß nicht, ob jemand gehört hat, 5-Stunden-Woche wäre möglich, er rechnet es sauber durch. Und dann ist auch die Frage eben der Wiederverwendung, also Dinge, die eigentlich noch brauchbar werden, nicht wegzuwerfen, sondern eben zu gebrauchen, bis sie entweder repariert werden oder dann wirklich nicht mehr gebraucht werden können. Und wenn es so weit ist, dass dann die Sachen auch wieder recycelt werden. Das sind eigentlich so die Schritte, die dann gemacht werden müssen und auch diskutiert werden müssen, wie kann man das organisieren. Dann eben die zweite Frage wäre gewesen oder ist, welchen Lebensstandard wir ohne Wachstum haben werden.
Ich kann und will diese Frage eigentlich nicht beantworten, konsequenterweise, weil ich der Lebensstandard, wie wir ihn jetzt verstehen, ist definiert aus dem Denken des Kapitalismus, des wachstumswahnsinnigen Systems, das wir jetzt haben. Und dieser Begriff müsste zuerst diskutiert werden, was heißt Lebensstandard, was beinhaltet das und was nicht. Und deshalb gebe ich da keine Antwort, weil das wäre meine persönliche und nicht die von De Croissance. Und ich stehe als De Croissance-Person da. Das wär's. Danke.